Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausparty. Was gibt es Schöneres, sich richtig schön warm einzupacken, einen heißen Kakao, ich glaube es ist Kakao, einen heißen Kakao zu trinken und ein paar richtig dicken Titten. Ja, herzlich willkommen zur Hausparty. Wir haben ja schon die Story von Vicky gespielt und jetzt frage ich mich natürlich auch bei dieser Story, Date Night hier mit Britney, spielt es wirklich auch neben der Hauptstory so wie das andere? Hat es irgendwie damit was zu tun? Weil Britney ist ja offensichtlich, Britney mit ihren dicken Britneys, lesbisch. Was ich sowieso immer befürworte für eine dieser Art Spielen und auch ganz normal im realen Leben. Aber ist es jetzt so, dass wir sie umdrehen müssen, was im normalen Leben nicht funktioniert, meine lieben Herren? Oder ist es vielleicht so, dass wir sie mit jemandem zusammenbringen? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber also Britney und Amy sind ja immer noch so. Das Problem ist halt, Amy und Derek wäre so mein Lieblings-Pairing überhaupt, ne? Weil das war irgendwie ganz cool, als sie da nackt im Zimmer stand und er reingegangen ist, so wow! Und dann dachte ich, boah, jetzt können wir da mal zugucken, wir müssen nicht selber irgendwie hier arbeiten. Aber bei Britney, Amy hat ihr so gefallen und Stephanie hat ihr, oh Gott, Stephanie, ist ja bestimmt Stephanie. Ich bin mir sicher, es muss halt irgendwie, sie kann jetzt nicht auf einmal hetero sein. Bisexuell glaube ich nicht, ich glaube, dass sie wirklich nur an Frauen interessiert ist. Aber, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Since House Party, you re-enrolled the local community college. Guck mal. A fate would have. Okay, also, seit der House Party sind wir hier, bla bla, College. Juckt das überhaupt ein? sind wir hier irgendwie. Sind wir drin? You re-enrolled in the local community college in hopes of meeting more people in the town. Ich meine, die Hausparty hat das schon gereicht. Jetzt hat er ja schon Leute kennengelernt. Durch diese Leute haben wir ja auch zum Beispiel Vicky kennengelernt. Das sollte ja eigentlich reichen, aber er will einfach nur bumsen. Es fällt. Okay, also Britney ist in einer meiner Klassen. Even though you set out to meet more people, you find yourself hanging out with her more than anybody else. Okay. Ich glaube, das ist nichts mit der Hausparty zu tun hat. Ich weiß nicht, auf jeden Fall war sie in meiner Klasse und wir haben immer mehr und mehr rumgehangen. Okay, lass mal auf mich zukommen. Oh, okay, wir haben sie jetzt um ein Date gebeten. Vielleicht ist es, weil wir so gut aussehen oder vielleicht ist es einfach nur unsere wahnsinnig geile Persönlichkeit, ja. Oder du hast einfach nur Glück gehabt. Sie hat nicht nur ja gesagt, aber hat auch gesagt, dass sie für dich kochen wird. Oder sollen wir hier in einer anderen Wohnung vielleicht sein? Ist das vielleicht anders eingerichtet? Mann, du bist ein echt glücklicher, du bist ein echter Lucky Bastard. Du bist ein luckiger Bastard. Steht da zwar nicht, aber das würde ich jetzt eher schreiben. The night has arrived. Die Nacht ist da. Let's see how far you can get on your date night with Britney. Ich habe heute schon ein bisschen Hausparty aufgenommen und wollte gleich tatsächlich nochmal was ganz anderes aufnehmen. Eine andere Art Let's Play. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute schaffe, aber vielleicht ist es ganz gut, wenn ich ein bisschen durch bin. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich hier ein bisschen durch bin. Ach, Ashley, du und deine Ashleys. Ich glaube, es gibt auch noch mehr Custom Stories. Ich müsste echt mal gucken. Aber wie gesagt, wie auch schon zuvor, hier, Poki, vielleicht das richtige Let's Play. wie auch schon zuvor gefragt oder erwünscht in den anderen Folgen, wenn ihr irgendwelche Bugs habt, die wir auslösen können oder irgendwelche lustigen Sachen in Verbindung mit der Konsole hier im Spiel, immer her damit, ne? Wir können das genauso machen wie bei anderen Simulator. Ich hätte echt Bock drauf. Ich möchte, dass Britneys Brüste zum Ballon werden und wir hochfliegen und ich Catherine von oben auf den Kopf kacken kann. Hat jemand eine Ahnung, wie wir das schaffen können? Das wäre echt geil. So. Oh, Kakao. Oh, wie geil. So. Britney, hi. Hallo. Well, well, I was hoping that was you. Were you out there by your lonesome? I heard your voice. You weren't talking to yourself, were you? Nein, aber ich mag deine Synchro immer mehr. So, ich mach das mal ein bisschen lauter. Britney hat echt. Stand in den Kommentaren. War das der Südstaaten-Akzent? Verdammt, nein, was war das? Es stand auf jeden Fall in den Kommentaren. Das fand ich irgendwie. Es wirkt manchmal so ein bisschen, als würde sie die Zähne nicht auseinanderkriegen, aber es wirkt auch so schön
weich gesprochen. Ich weiß es nicht. Nein, da war ein anderer Typ, der... Date is guaranteed off. Okay, nein, da war ein anderer Typ, der auch ein Date mit dir wollte. Ich habe ihn zur Hölle gejagt, oder? Ja, ja, und ich weiß auf jeden Fall, dass das total blöd war oder total seltsam war, aber ich bin einfach nur nervös. Wir haben mit uns selbst geredet. I was preparing for our day by communicating with my spirit animal. Weißt du, was ich nur das Letzte? Wir haben mit unserem Spirit Animal geredet. Just like Dr. Mobus taught us, you must really dig his class. That makes me think you'll enjoy what I've got prepared for this evening. And who knows? Maybe I'll get to see that spirit animal of yours later tonight. But not yet. Let's go to the kitchen. Ja, aber Brittany, wo sind die Frauen? Brittany, wo sind die Frauen? Was macht sie da? Was ist das hier? Das ist aber mindestens Wohnung. Oh Mann, schade. Ich hätte mir gewünscht, die hätten irgendwie... Ich sehe das anzuhören. Nehme ich... Oh Gott, ich dachte schon. Ich speichere mal sicherheitshalber. So. Date Night. Na, schade. Also das gehört nicht zum Hauptspiel, weil Brittany bleibt für mich einfach lesbisch. Hoppala. Die Steuerung bleibt für mich einfach scheiße. Kann ich raus? I've got to keep an eye on the oven. This ain't the most traditional dish, you see. Do me a favor, will you grab me my tablet from the living room? I think I did everything the recipe calls for, but it still don't look right. I want to double check. Okay. Do what you gotta do, just don't go poking around my upstairs. I don't want to find you nose deep in my delicates. Okay. Okay, wir halten uns da. Ich mach alles, was du sagst. Also, das ist jetzt Britneys Wohnung. Hallo? So. Inspektion. Was ist denn Flash and Dash? Britney's house is like Madison's. Damn, this college town and its cookie cutter neighborhoods. Ein veganes Rezept. Was ist Mukus? Was ist Mukus? Ich weiß es nicht. If I'm gonna eat this, I better find a way to protect my stomach. Ich glaube, ich weiß, was ich da brauche. Was ist Flash and Dash? Okay, also wenn alles nichts... Was? Es geht nur was? Wir haben sowas wie pizza.de jetzt. Wir haben eine App davon runtergeladen, dass falls hier irgendwas in die Hose geht. In eine Hose geht, Brittany. In deine Hose. Okay. Safe compliment. Machen wir mal. Mama, kind and cute. Now that's a full package. I'm a fan of full packages. Es ist so einfach. So, dann bin ich wieder, gab einen kurzen Cut und ich drücke jetzt Nice. So. Warte mal, hab ich hier eine Quest? Deliver us from home cooked evil. Every nook and cranny, give the tablet. Okay. But also take a look around. Ich werde das Tablet also mal noch nicht nehmen und werde einfach erstmal mich noch mehr hier umgucken. This is Flash and Dash. What the fuck do you want? Hä? Okay. Die rufen dann zurück, wenn ich die App benutze? Ich hab doch nur einmal ganz kurz. Was ist denn da los? So. Also, ich darf nicht nach oben. Hat's ja gesagt, ne? Ich hab geschissen. Ich weiß nicht... Ich folge jetzt erstmal dem Plan. Ich habe auch nicht ins Walkthrough geguckt. Ich gebe jetzt mal das Tablet. Give Tablet. My knight in shining armor. Ja, so bin ich. I would have walked a few feet, but this meal. I'm scared if I take my eyes off it, it'll grow legs and break out of the oven. Only joking. Oh Gott. But do keep your distance. Was kostet denn überhaupt? Meine, oh Gott, irgendetwas brennt. Irgendetwas brennt. Yeah, Dr. Mobus is giving me a chance at some extra credit. His class, it ain't exactly my cup of tea, so I could use the help. All I gotta do is cook a recipe from his funky vegan blog and send him a picture of it. Thing is, I'm neither vegan or a good cook, so should be interesting. Ja, das wird schon irgendwie klar.
Ich überlege gerade, boah, ich bin echt ein bisschen durch die Spur. Das brennt und dann irgendwie über der Nase. Tut mir leid. That's not such a bad deal, except for me. Ich bin gerade überlegen, ob ich es wagen soll, nach oben zu gehen, aber ich glaube, ich warte erstmal. I know, but it was a lot better than the Doc's original bargain, which was sending him a few pictures of myself. I'm not sure what he was getting at, but I'm far too shy to be sending snapshots of myself to anybody. I'm not as gung-ho as Madison, you know. Imagine looking at these pictures of you. Ah, nein! Was ist das denn für ein Penner? Gut, dass du ihnen die Fotos nicht geschickt hast. Speaking of sweat, I think I need to go freshen up. This whole cooking thing's got me sweating like a whore in church. Goodness, listen to me talking like that. I'm sorry, I'm just frazzled is all. Okay, ist da irgendetwas, was ich tun kann, um dir zu helfen? Warte, bevor du gehst. Vielleicht kann ich dir helfen, dich... Nein, das machen wir noch nicht. Kann ich dir irgendwie helfen, Brittany? Yes, definitely. It's simple. Keep an eye on the stove and make sure the house doesn't burn down. Okay. Think you can handle it? Ich wurde geboren, um das zu tun. You'll do great, superstar. And hey, here's a key that'll get you around the place. As long as you make sure the stove's not smoking, you can head outside, take a seat by the fire if you'd like. When you hear the oven go off, check on it first, then let me know if everything's looking good. Alrighty, I'll be back. Okay, bis gleich. Oh Mist, ich hab's weggeklickt, was war da? Smelly stove. Smells like Jabba the Hutt's asshole. Und nun, da Brittany weg ist... Ah! Ich kann das wahrscheinlich... Take? Wieso sagt er, wenn er das die Mikrowelle nehmen kann? Okay. Oh Mist! Jetzt habe ich schon wieder weggeklickt. A burning sensation. Das ist immer, wenn ich irgendwo draufklicke und gucken will, ob ich damit interagieren kann. Okay. The food smells on its way to done. I need to check the oven and let Brittany know that if... Okay. Wir können den Ofen sabotieren. Wie mache ich das am besten? Sabotage. Was ist denn Commit? Okay. Ich kann doch bestimmt in die Garage, oder? Yeah. Irgendetwas? Warum sollte ich das machen? Okay, konzentrier dich. Okay, es ist ja alles gleich. Das heißt, hier... Ne, geht nicht. Schade, ich dachte, das hier sollte ich ja aufmachen können. Okay, dann nicht. Der reagiert ja mit den Sachen, die ich mache. Und ich konnte das da jetzt gerade auch nicht aufmachen. Kaffee. Was soll ich damit machen? Ich darf nicht nach oben gehen, oder? Das ist ein Bottle of Gut Grip. Warte mal. Warte. Inspect. Gut Grip. The only... you know the kind of leaks we're talking about? Anal. Okay. Dann das heißt dann wohl... Entschuldigung, ich wusste das nicht. Das heißt dann wohl... Gleitcreme. Quest started. Good job. Ah, stomach. Das ist gar keine Gleitcreme. You're free to eat anything. Okay. Warte mal ganz kurz. Entschuldigung. Oh Gott, das ist mir so peinlich. Oder? Ist mir das peinlich? Ich weiß es nicht. Was genau ist das? Inspect. You know the kind of thing, huh? Ah, damit ich keinen Durchfall kriege. Ja, da take ich nochmal. Ah, ach, wie ist denn eine Tube? Das hat mich jetzt total verwirrt. Commit, was ist das? Sure, I'm ready to commit this pile of slop. I may find a way to... Okay. Wir können es also essen. Mit ihr. Wir können mehrere Sachen hier machen. Kannst du mal bitte die Tür aufmachen hier oben? So. Gut, hier ist alles noch ganz normal. Steht vielleicht irgendwo Vicky im Busch?
Ich möchte bitte eine Custom Story mit Frank haben, verdammt nochmal. Mit Frank und mit Derek. Und ihr wisst ganz genau, was ich da haben will. Kann mal bitte eine machen. Ist das schwer, eine zu machen? Aber hier? Kann ich das hier? Nein, kann ich auch nicht. Okay, weißt du was? Komm, scheiß drauf. Wir machen es einfach mal. Wir essen. Okay, Brittany, ich glaube, alles ist fertig. Oh. Oh Gott. Das wird ja lustig werden. Schmeckt nicht so gut wie dieser geile Kakao. Guten Tag, der nicht von Nestle ist. Looky there, this turned out better than I thought. My eyes are burning a little bit. Must be the onions. I don't remember onions in the recipe. Well, let's dig in. Oh, plate me up in a burning sensation. 20 Minuten später. Oh, ich hätte gern gekackt hier. Okay. Wir haben alles hier aufessen können, weil wir dieses komische Zeug vorher genommen haben. Und sie ist auf jeden Fall total impressed. Sie fühlt... Oh, she's feeling extra loving. The two of you have decided to get more comfortable. Sitzen wir auf der Couch. Comfortable. Scheiß drauf! So, Brittany. Listen. So as I was in that pit, hands wrapped around Alicia's throat, only seconds away from being the annual mud wrestling champion of the world, I realized that I wanted to be a real deal performer. Female wrestling is a real booming industry, but it seems I only get confident enough to step into the ring when I'm drunker than a skunk. Ja, der erste Satz passt ganz gut. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Pretty interesting. Nein, das machen wir nicht. Maybe. Wir machen mal das hier. Hey, I'd say don't judge a book by its cover, but one look at me and you can tell I'm built for mud wrestling. It's all that corn I ate growing up. Schlammwrestling, ja, erzähl mir mehr. Jetzt würde ich denken, okay. Oh nein. Ich hab ganz komische... Im Moment, ich muss... Ariane. Ich hab Angst, bei sowas habe ich echt immer Angst. Ich habe keine guten Erfahrungen damit gemacht. I gotta say that indecent humor gets me every time. That's what happens when you grow up with two brothers. Ach so. Okay, Getting all nice and close like. What you got for me? Ich glaube, wir sollten nach oben gehen und den Spaß und weiterhin Spaß haben. Ich habe gerade gefurzt. Komm, ich habe gespeichert. Quite the mood ruiner. Sometimes I miss Southern gentlemen. Getting all nice and close like, what you got for me? Is that what you think now? I think you may be onto something. Follow me upstairs, sweetie. Echt, obwohl ich gerade voll fett gefurzt hab? Obwohl ich gerade voll fett hier einfahren... Was? Was machst du denn hier? Patrick! What? Oh, shit. No need to worry, Sir Bra. I'm here on very official business. I represent the neighborhood watch, and Brittany here, she's got a lot of violations. Lotta violations. Like that rack of hers, am I right? Oh shit, I was doing so good. Was für ein stolzer Moment das für dich sein muss, Patrick! Hey, Bra. Not all of us are lucky enough to get invited over to wine and dine with the hottest chick in town. Some of us gotta make our own fun. Plus, I'm here on official website business, so this jerk session is tax deductible. Ich bin einfach stalked! Was für eine Website? I may not have told you at the party, but I'm kind of a big deal. You're talking to the original founder of neighborhoodwatch.com. I know you've heard of us, brah. Look it up if you haven't. We're huge. Ja, wenn mein Hund Oreo weggerannt ist, somebody from the side, hat mir jemand... Warte mal, somebody from that side helped me find him. I fucking love Oreo. Okay, komm, wir machen das hier. Bro, that's the problem. The good Samaritans of the world found my site, got the wrong idea, and started using neighborhoodwatch.com for blood drives and barn raisings and all that kumbaya shit. What was once the number one voyeur site on the web is now riddled with a moral code.
That's why I'm here, Muhammad Brawley. Muhammad Brawley. Alright, you've hooked me. Okay. Also. Wir machen das mal. Wir lassen es mal. Brittany's the real deal. She's a 10 with a pair of 34s, and the world's got to know about it. If I can get shots of her and those tits of hers posted on the front page of NW, then my site will return to its former glory. And that's where you come in, brah. Wir sollen also heimlich Nacktfotos von Brittany machen, Patrick? You're goddamn right I do. If you say yes, which, come on, you're gonna say yes, I'll give you my phone and you can become my splinter cell. Like Sam fucking Pfister. A couple snaps and I'll owe you big time. Whatever you want, I'll help you get. So, what do you say, brah? Jetzt natürlich die Frage. Wir müssen dann ab jetzt natürlich ein Arschloch spielen. Okay, genau. Mich würde interessieren, was kannst du mir denn anbieten? Brah, what can I offer? The one thing that makes the world go round. Cold, hard cash. 5K in your pocket if you get those pictures for me. And as icing on the cake, I can help you out if you're running into problems on your mission tonight. I've been in this backyard so many times, I know this house better than Brittany does. Ich dachte, ich kann mit dir poppen dann. Nö. Really, dude? You're gonna let opportunity just fly out? Du kannst mir nicht wirklich viel bieten. Vielleicht machen wir das auch noch. Aber jetzt bin ich erstmal auf mich allein gestellt hier. Brittany. Brittany, hallo. Süße Brittany. Er wird uns nicht mehr belästigen. I must say, this has been quite the evening. You've been a real treat. Maybe it's my turn to treat you. Kannst du dein Oberteil ausziehen? Would it now? Well, if that's what you want. Ja. Oh, Brittany, nein! Deine Brüste sind zu groß für den Zensierbalken. Oh, warte. Ach, Brittany, ernsthaft, ey. Was ist denn los? Motorboot? Was? Oh my, that's ticklish. You're getting my nipples hard. Leg dich hin. A man after my own heart. Ja, was denn? Wozu brauche ich den denn? Ich krieg das doch schon alleine hier hin. Juhu! Ich guck mal kurz hier. Oh, verdammt! Ich muss mir nochmal was aufschreiben. Denn ich will ja immer schöne Thumbnails haben. Und deswegen mache ich immer einmal die Zensierbalken weg, damit ich ja schöne Thumbnails habe. Dann gucken wir mal. 14. Meine Nase juckt gerade. Thumb? Zensieren. Tut mir leid, dass immer mein Aufschreiben auch in der Aufnahme ist. Ich versuche das immer rauszuschneiden, aber es ist immer blöd, wenn ich das so völlig. Wenn ich das einfach rausschneide und ihr wisst überhaupt gar nicht, was ich da rausgeschnitten habe. Deswegen lasse ich es meistens drin. So. Achso, ja, genau. So. Und zack. Machen wir mal so. Ah, das ist ja schön, Brittany. Und jetzt mache ich wieder. Bup. Und da ist es wieder an. Und jetzt können wir bumsen. Go down on. Oh ne, nicht schon wieder. Ja, Brittany, der Zensurbalken ist echt super. Whew, now that's what I call a roll in the hay. You're quite the stallion. I'm gonna check my phone. Get ready for the second round. Okay. Ich bin immer bereit. Sie nennen meinen Penis auch Diamond Phillips, because it can always stand and deliver. What? Ah, da ist er. Ja, zieh dich mal wieder an. Ich bin anscheinend Professor Mobus liked the pictures I sent him. Of the food, I mean. Extra credit, here we come. Which means you get a little extra something too. Juhu! Hä? Ja, aber... Hä? Ariane war's, ne? Aber ich krieg ihn extra, aber warum habe ich das denn nicht gesehen? Na, okay. Dann gucken wir mal. Wir können auch ein paar Sachen hier machen. I gotta say, that indecent humor gets me every time. Warum wackelt das gerade so? Wo guckt sie gerade hin? Ich bin doch angezogen. Getting all nice and close-like. What you got for me?
Nadine? Is that what you think now? I think you may be onto something. So, dann machen wir jetzt mal doch das... Gehst du nach oben? Gehst du jetzt nach oben? Brittany geht nach oben. So, gehen wir mal zum Stalker. Voll gruselig. What? Oh, So. Hey, bra. I may not have told you at the... Bra, that's the problem. The good Samaritans of the world found my site. Brittany's the real deal. She's... You're goddamn right, I do. If you say... Bra, what? Oh, hell yeah. All right, Steve Brobs, this'll be easy. Here's my phone. Camera's already primed to go. As soon as you two start getting greasy later this evening, take some shots and upload directly to NW from the phone. I'm counting on you, bra. Let's do this. Oh man, Patrick's phone, was denn das? Okay, nicht kein Beispiel daran nehmen, das mache ich nur wirklich für Spiel. Das mit Madison haben wir auch nur einmal gemacht. Love the neighbor, okay. Muss ich jetzt also hier so Fotos von ihr machen? Brittany. I must say, this has been quite the evening. You've been Sieh dein Top aus. Would it now? Well, if that's what you... Super. Und jetzt Motorboot. Oh my, that's ticklish. You're getting my nipples hard. A man after my own heart. Warum ist sie nicht lesbisch hier? Ist voll komisch. Oh. Oh, I just... Okay. Mich halt gucken. Nein. Ist das hier unser Phone? Patrick's Phone. Hey, are you taking pictures? I don't think I like that. Okay, I'm actually just checking stock prices. Okay, mach mal das hier. Okay. Just don't go snapping shots of me. You know I'm not like Rachel. Okay. So, jetzt haben wir aber die Fotos, ne? Jetzt gehe ich schon mal zu ihm. Warte. Wo ist der? Wo ist der? Also. Okay, also wir haben es gemacht, aber irgendwie... Nochmal. Upload. Okay, wir laden das Foto hoch. Hä, wieso ruft denn dann jemand an? Blond Bombshell gets banged all the way to Banger. Mud Wrestling Champ gets dirty once again. Oh Gott. Oh Gott, ich mach jetzt das hier. Hope, okay. She's a big girl, she's just fine. Dann ist natürlich die Frage, wo ist denn Patrick? Ah, arme Brittany, es tut mir leid. Patrick schuld, der hat mich gezwungen. Ich wurde erpresst.